Ich kann nur allen jungen Menschen raten, lasst euch nicht mit der Mafia. Ich habe es getan und teuer dafür bezahlt. Mein Körper ist zur Hälfte zerstört. Immer öfter werfen türkische Medien der griechischen Küstenwache vor, Flüchtlinge nicht nur zurück in türkische Gewässer zu ziehen, sondern sie einfach ins Meer zu werfen und somit ihren Tod zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Die griechische Küstenwache hat 400 Meter entfernt von der Küste in Küçükbatche 37 Flüchtlinge ins Meer geworfen. Ohne Rettungswesten haben die Menschen um ihr Leben gekämpft. Die Polizei konnte 37 Menschen retten. 6 sind ertrunken. Walid Nassur kam auch mit einem Schiff aus Somalia. Er versuchte, Krieg und Armut zu entkommen. 2000 Dollar nahmen die Schlepper ihm ab und versprachen, ihn nach Italien zu bringen. Eines Nachts kam jemand und holte uns heraus. Als wir ausstiegen, waren wir wieder am Meer, aber woanders. Man sah das Wasser und einen Berg gegenüber. Einige der wichtigsten Schmugglerrouten für illegale Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Westafrika sind die Engpässe in der Ägäis zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln, wie hier zwischen Çeşme und Chios. Von hier aus starten organisierte Boote mit Flüchtlingen. Manche werden auch einfach mit Schlauchbooten aufs Meer geschickt. Und immer mehr kommen zurück. Das Meer spült sie tot an die türkische Küste zurück. Die Leichen lagen hier, mit dem Gesicht im Sand. Manche haben sie mit einem Boot herausgeholt und dann alle hier hingelegt. Viele Urlauber meiden seither den Strand, an dem Frau Karaca ihr Restaurant betreibt. Als wollte der Geist der Toten von dort nicht mehr weggehen. Das ist eine sehr tragische und Tragödie, die da stattgefunden hat. Wir haben auch die Leute interviewt, wir haben auch Mitteilungen bekommen. Aber wir können jetzt nicht im Einzelnen bestätigen, was der genaue Hergang war. Das ist unseres Erachtens eine Sache von den Staatsanwaltschaften der beiden Seiten, das weiter zu verifizieren. Dort, da drüben am Strand, haben wir 3 Tage gewartet. Wir hatten nichts zu essen und nichts zu trinken. Am 4. Tag sind wir los. 24 Personen, 22 Männer und 2 Frauen. Unterwegs erzählte der Schlepper uns, da drüben, diese Insel, das ist Italien. Unsere Aufgabe ist es, die griechische Grenze und die Grenzen Europas zu sichern. Durch unsere Präsenz wollen wir verhindern, dass es in Zukunft immer mehr solcher Vorfälle gibt. Als sie uns gesehen haben, fingen sie ohne Warnung zu schießen an. Sie müssen beantworten, wollen Sie einen Krieg führen gegen Flüchtlinge und Migranten an den Außengrenzen? Wollen Sie weiterhin diese Militarisierung? Nehmen Sie die Todesziffern in Kauf? Oder wollen Sie eine humanitäre Antwort? Eine humanitäre Antwort muss heißen, dass man für Migranten natürlich legale Wege nach Europa findet. Wenn der Wind an diesem Tag stärker gewesen wäre, hätte es die Flüchtlinge an die Felsen geschmettert und keiner hätte überlebt. Griechenland dementierte den Vorfall und niemand sprach mehr von den Toten von Chios. Viele konnten auch gar nicht mehr sprechen, denn die türkischen Behörden schoben irritierenderweise alle Überlebenden, die ja nicht nur Opfer, sondern auch Zeugen waren, unmittelbar nach dem tragischen Vorfall ab. Und niemand sagt, wohin. Die Hoffnungslosigkeit hat die Menschen bis an diesen Ort gebracht. Und dass sie jetzt zurückgeschickt werden, ist für diese Menschen das Ende der Hoffnung, weil sie nach dieser Reise auf ein besseres Leben gehofft haben. Und nun landen sie wieder da, wo sie herkamen. Wir haben von dem Beschluss der Europäischen Union gehört, dass alle Flüchtlinge, die nach Griechenland kommen, sicher in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen. Die Flüchtlinge werden aber wie Müll angesehen und dürfen nicht in Europa bleiben. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass die Küstenwache jemals einen Flüchtling aufgrund so eines Befehles verletzen würde. Wir haben den Motor des Bootes gestoppt und mit der Rettungsaktion begonnen. Als wir den Menschen Rettungsringe zuwarfen, sahen wir, dass sich eine Frau im Seil vom Anker des umgekippten Bootes verfangen hatte. Es war schlimm. Das Tau hatte sich um den Hals und um den Fuß des Mädchens gewickelt. Sie schrie um Hilfe, während das Boot sank und sie mit in die Tiefe zog. Ich bin zu ihr geschwommen, um ihr zu helfen.
Dann war da plötzlich das Boot von der Küstenwache und ich spürte einen schlimmen Schlag. Das Boot, das Ualid verletzt hat, muss ein Boot mit einem großen Propeller gewesen sein. Das konnte man an den Verletzungen sehen. Die Küstenwache behauptete, dass er von dem Motor des Bootes, in dem er saß, verletzt wurde. Die Küstenwache wirft den Motor der Flüchtlingsboote, die sie entern, aber meist sofort ins Meer. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass es der Motor des kleinen Bootes gewesen ist. Aus medizinischer Sicht ist es ein Wunder, dass du noch lebst, sagten die Ärzte. Ist natürlich auch die Verantwortung der Europäischen Union und das ist maßgeblich auch die Verantwortung der Staaten, die präsig in der Mitte Europas sind und da gehört Deutschland dazu. Wir fahren mit Ualid zurück nach Athen. Er kann wieder laufen. Doch wie es weitergehen soll, was auf ihn zukommt, offene Fragen am Horizont. Und während man in Deutschland jedes halbe Jahr noch niedrigere Zahlen bei den Asylanträgen verkündet, verschärft sich die Situation an der griechisch-türkischen Küste und belastet das schwierige Verhältnis der beiden Staaten zusätzlich.